Hallo und moin moin. Heute reden wir mal über Musik. Und da habe ich mir mal einen Musiker eingeladen. Enrico Glomnes steht neben mir und der hat vor einigen Monaten bei einem Wettbewerb Stimmgabel des Nordens hat er einen Preis gewonnen mit einem wunderschönen Lied. Und ein Ausschnitt aus diesem Lied, den zeigen wir Ihnen jetzt gleich mal zur Einstimmung. Viel Spaß. Hoch im Norden, zwischen zwei Meeren, liegt verträumt ein grünes Land. Die hier leben, nennen es Schleswig-Holstein oder einfach nur die Worte Kant. Hier genießt man das Leben, geht spazieren am Strand. Hat bei Sonne und Regen immer einen Schirm in der Hand. Denn hier ist das Land der Horizonte, von hier reicht der Blick weit über die See. Und wer hierher kommt, der kommt nach Hause, und wer wieder geht, hat für immer Heimweh. Ja, das war eine ganz schöne Sache, die du da gemacht hast. Das war ganz, ganz toll, Enrico. Herzlich willkommen nochmal. Ja, danke schön für die Einladung, Gerd. Gerne geschehen und auch nochmal Glückwunsch nachträglich, alles, alles Gute. Wir kommen jetzt mal zu dir, so eine kleine Vita mit dir zu machen, um die Leute mal zu wissen, wo kommt er überhaupt her und was macht er. Sag uns mal ganz schnell, wo und wann bist du geboren? Ja, also geboren bin ich am 18. Januar 1975 und zwar in der Hafenstadt Brandenburg in der Nähe von Berlin, 80 Kilometer von Berlin. Ja. Eine schöne Jugend gehabt? Doch, kann man sagen, ja. Ja, schön. Gut, machen wir es mal ein bisschen kurz. Hattest du irgendwie eine besondere Leidenschaft? Ich meine, oder warst du damals auch schon mal so ein bisschen musikalisch drauf? Oder gab es was anderes? Ja, ich würde es ein bisschen sagen, mit in die Wiege gelegt, kann man vielleicht so ausdrücken. Habe mich ein bisschen inspirieren lassen von meinen Geschwistern, meinen älteren Geschwistern. Die haben alle so Gitarre gespielt und gesungen. Ich habe dann mal mitgetrellert und wollte immer mitmachen, aber konnte noch nicht. Und ja, und irgendwann ging es dann los. Irgendwann hat der große Bruder dann mal gesagt, jetzt musst du mal Gitarre spielen lernen und hat mir das so beigebracht. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Und heute bin ich hier. Musikalische Familie. Kann man sagen, ja. Gut, jetzt können wir zur Schule. Welche Schulen hast du besucht und mit welchen Abschlüssen? Ja, also ich bin ja noch zu DDR-Zeiten aufgewachsen im Osten und bin dann 1981 dann in die damalige sogenannte Lenin-Oberschule gekommen und habe dann da 10 Jahre Schulunterricht gehabt mit Realschulabschluss 1991 und habe dann eine Kochlehre angefangen bis 1994. Die habe ich dann auch erfolgreich abgeschlossen. Habe dann Berufserfahrung gesammelt in einigen Hotels und Restaurants in der Nähe meiner Heimatstadt. Ja, und dann bin ich 1999 nach Kiel verzogen. Und seitdem bin ich hier und arbeite für ein größeres Handelsunternehmen hier im Norden. Und bin da als Abteilungsleiter einer Lebensmittelabteilung zuständig seit 22 Jahren. Und nebenbei mache ich natürlich immer noch Musik. Und glücklich und zufrieden? Ja, das kann man sagen. Ich habe 2000 geheiratet, im Jahr 2000, 2.2.2000 ist jetzt gerade, haben gerade 22. Hochzeitstag gehabt. Und ja, unser Sohn ist gerade 21 geworden, haben hier ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt, ein Kind bekommen, wie man so schön sagt, die drei Sachen, die man machen sollte. Ja, und wollen wir mal gucken, wie weit die Musik noch sozusagen uns den Weg ebnet für die Zukunft. Ja, aber sonst alles gut. Ja, schauen wir mal. Vielleicht bringt ihr auch ein bisschen was raus jetzt, was wir mit dir jetzt vorhaben. Der eine oder andere vielleicht daran interessiert ist und sagt, Mensch, den Mann, den laden wir mal zum Geburtstag ein oder zur Hochzeit oder wie auch immer. Sehr gerne. Haben wir noch so ein bisschen im Hinterkopf, das natürlich. Kommen wir noch mal zu einem Hobby. Gibt es da auch die Zeit für? Die Arbeit lastet schon aus, aber die Zeit muss sein. Ne? Man muss ja auch so mal seine Attitüden sozusagen haben oder man muss ja sozusagen seiner Leidenschaft auch ein bisschen nachgehen und die versuchen mir zu nehmen, die Zeit. Ja, so gut es geht. Und ja, wie gesagt, der Sohn ist jetzt groß, jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit und macht wieder Musik. Wunderbar. Macht ihr auch mal Urlaub? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Sind immer recht gerne unterwegs. Haben uns, sagen wir, eigentlich Europa schon ziemlich intensiv angeguckt. Von Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland, Italien, Spanien. Also alles, was geht. Großbritannien versuchen wir schon, sagen wir, relativ oft irgendwie unterwegs zu sein. Natürlich auch hier in Deutschland, in der Heimat, sind wir oft unterwegs mit der Familie. Mal habe ja eine relativ große Familie. Da versuchen wir eigentlich immer einmal im Jahr so eine Woche zusammen gemeinsam Urlaub zu machen.
und suchen uns dann dafür so 10, 15 Leute, je nachdem, wie viel wir dann werden, eine Location, wo wir unterkommen können und ja, versuchen dann auch Zeit zu verbringen. Also Urlaub ist schon eine ganz wichtige Geschichte für uns. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, nicht? Ja. Für Urlaub zu machen, mal rauszukommen, den Kopf frei zu kriegen. Genau, die Akkus aufladen. Ja, gut, Enrico, vielen herzlichen Dank. Mehr wollte ich gar nicht wissen, das genügt mir auch. Jetzt haben wir dich mal ein bisschen näher kennengelernt. Jetzt reiche ich dich mal weiter an meinen Kollegen Dirk Neumann und der wird auch mit dir ein nettes Gespräch führen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, alles klar. Ja, Enrico, komm zu mir. Hallo Dirk. Enrico Untermuckern, du hast angefangen Musik zu machen mit wie vielen Jahren? Ja, so mit 13. Ja. Das fiel dir so ungefähr so in diese Wendezeit hinein, so kann ja. Das sein. Wie hast du das erlebt? Die Wendezeit an sich, ja, war natürlich sehr aufregend. Man wusste nicht, was kommt. Sag mal, für uns war das sehr ungewiss, sagen wir, wie die Zukunft aussehen kann. Wir haben das natürlich weitestgehend vom Fernsehen verfolgt, wie ja, sag mal so, der Umbruch stattgefunden hat. Man hat es aus den Medien entnommen, meistens aus den bundesdeutschen, westdeutschen Medien. Sag mal, die ostdeutschen Medien haben das ja nicht abgebildet. Ja, und da war man schon relativ angefasst. Ich sag mal, in meinem Alter war da noch so ein bisschen, ja, vielleicht noch nicht ganz so die Älteren, die hatten da sicherlich noch mehr Sorgen gehabt wie über die Zukunft. Als Jugendlicher, als Kind hat man sich da jetzt noch nicht so allzu viel oder zu tief mit beschäftigt, aber es war schon eine interessante Erfahrung, kann man sagen. Hattest du da schon die Idee, wie sich für dich musikalisch irgendwas verändert? Na, also in der Tiefe noch sicherlich noch nicht. Ich habe mir so textlich, wie gesagt, dann noch nicht so große Gedanken gemacht im Nachhinein. Wenn man es dann rückwirkend betrachtet, hat man natürlich dann schon gesehen, dass ich sag mal, viele große Künstler im Osten, sagen wir ja, sehr viel umschreiben mussten, um viele Sachen auszudrücken. Und da hab ich mir in späteren Jahren dann schon drüber Gedanken gemacht, wenn dann jemand gekommen wäre, sag mal, und in meinen Texten dann vielleicht herumzensiert hätte. Das wäre dann nicht so schön gewesen von der Vorstellung her. Wo hättest du dich mit 13 Jahren verortet musikalisch? Eher bei Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen, Michael ist ja jetzt ein ganz großer Hit geworden, dank Angela Merkel. Oder eher bei Manfred Krug oder war es die Pudis, Karat oder? Ja, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher bei den Pudis, weil die eher allgegenwärtig gewesen sind im Osten, sind ja heute noch erfolgreich. Und Karat sich ja auch mit über 7 Brücken und dann schlage ich dann die Brücke zu Peter Maffay. Das war so ein bisschen mein musikalischer Ziehvater später, dann eigentlich auch durch meine Schwester so ein bisschen initiiert. Die hat mal einen Kassettenrekorder und eine Kassette gehabt und die habe ich irgendwann mal reingepackt und angemacht und dann hat mich das irgendwie gefesselt. Und ja, das war dann so mehr oder weniger, sag mal, für mich so eine Initialzündung. Peter Maffay irgendwie so, die Richtung gefiel mir. Und ich sah zu Manfred Krug, der kommt sogar aus Brandenburg an der Havel, das war gerade so eine interessante Geschichte, hat mir mein Vater später erzählt, den habe ich mehr als Schauspieler gesehen, als Sänger. Wo hättest du dich damals da verortet? Jetzt so eher, das klingt ja fast despektierlich, bitte um Entschuldigung, Schlager oder Folk oder wo ging es bei dir hin? Also Schlager hätte ich mich jetzt nicht gesehen, wie gesagt, aber so ein bisschen... Ja, Volk, deutschen Volk in die Richtung so, ne, so Chanson eher, aber so Schlager jetzt nicht unbedingt. Heute ist vielleicht auch eher Schlager, ich weiß nicht, wo man das heute hinordnet, aber zu der Zeit war ich auf jeden Fall ein Exot unter meinen Alterskameraden, wie gesagt, da war ja so, waren ja so die, oder Mitte der 90er, sagen wir, da war ja so elektronisch Popmusik. Eigentlich war da der Fokus irgendwo ganz anders irgendwie und dann war ich so ein bisschen so der Ausnahme, wie soll ich sagen, Spezialist mit Peter Maffay und anderen Sachen, aber hat mir gut gefallen und da stehe ich auch heute noch zu. Bruce Springsteen hast du erwähnt als eines deiner großen Vorbilder und der spielte ja nun aber elektrisch, eine Telecaster. Ja. Inwiefern beeinflusst dich Bruce Springsteen trotzdem? Ja, durch die Mundharmonika. Ne? Ich habe dann irgendwann auch angefangen, Gitarre und Mundi zu spielen und das macht er ja oft zusammen und deswegen hat mich das ganz gut da auch inspiriert und naja, Born in the USA, die hatten wir zu Hause, die Platte dann ab Ende der 80er und die lief dann auch immer hoch und runter. Wie gesagt, das war dann, wie gesagt, auch so ein Einfluss, der da kam. Ja. Hätte ich sonst nachgefragt, hast du schon beantwortet, danke. Wie arbeitest du, wenn du Lieder schreibst? Das würde mich ernsthaft interessieren und wenn das ganz normal ist, dann wollen wir das Normale streifen. Also eigentlich gibt es keinen direkten Weg, den man immer beschreitet, sondern es ist sehr unterschiedlich. Ne? Mal ist die Melodie zuerst da, mal sind es Bruchstücke, mal ist der Text irgendwie da, wo du sagst, Mensch, aus dem Text oder der Formulierung irgendwie da muss irgendwie ein Lied kommen und dann findet es mitunter auch zueinander. Ich habe da auch mal ein Lied drüber gemacht, wie ein Lied entsteht. Ne? In jeder meiner Wehen fließt Musik.
heißt das, und da beschreibe ich das so ein bisschen halt, ne, wie das so, ne, wenn die beiden Sachen sich so finden, sagen wir, ne, ich sag mal, Musiker sind Maler, die mit Worten und Tönen Bilder aus Emotionen erschaffen. Und das muss ich beides finden, und um nachher dann, ja, ich sag mal so, diese Leinwand eben zu füllen. Zurück zur Gitarre, Fingerpicking oder Plektrum? Plektrum. Also ich kann auch Fingerpicking ein bisschen zupfen, das geht, aber ich spiele eigentlich lieber mit Plektrum. Ist voller, ja, rhythmischer und... Für mich einfach ausdrucksstärker, sagen, ja, mal, kann ich mich irgendwie ein bisschen mehr entfalten. So, jetzt die Spezialfrage, welche Plex spielst du? So. Also ich kann in der Zwischenzeit... Die Sorte oder die Stärke? Die Sorte und die Stärke. Ah, okay, ja. Nylon, alles klar. Das sind 48er. 46er. Aber auch, ja, eine Spur stärker. Die nächste auch noch. Ja, ja. Also ja. Bei mir, ich bin Bassist, bei mir ist es mehr so das Heribar Nummer 2, ja, die es viele Jahre überhaupt nicht gab. Jetzt gibt es sie wieder. Und das dann auch in Nylon. Das muss es dann schon sein. Also auch als Bassist. Das Fingerpicking, da bin ich nicht so ein Freund davon. Ich will ganz ehrlich sagen, warum? Weil ich kriege zwar keine Hornhaut mehr an den Flossen, aber die Fingernägel sind mir immer gerne mal im Weg. So. Und die will ich mir nicht zu kurz abschrubben, so wie das bei manchen anderen Kolleginnen und Kollegen so passiert. Ja gut, aber kann ich nachvollziehen, du bist mit einer vollakustischen Gitarre unterwegs. Ja. Ab und zu mal Tonabnehmer benutzen oder sowas in der Art, oder ist das eher nicht? Ja, schon, also die sind ja voll elektrisch, wie gesagt, die haben ja Tonabnehmer drin. Ja. Für Aufnahmen natürlich dann gerne über Mikrofon, um den reinen Gitarrenklang zu haben. Mhm. Aber sag mal, wenn man live unterwegs ist, wie gesagt, dann spielst du natürlich auch über Tonabnehmer, und um die Sachen ein bisschen zu verstärken. Gibt noch ein bisschen zusätzlichen, ja, Druck dann und so weiter. Man kann das aber ganz gut auch mit Mikrofon machen, so wie wir das hier auf dieser Bühne auch, ja, machen wollen gleich. Ja, Enrico, wo willst du hin? Musikalisch, hast du noch Ziele? Doch schon, stimmt, ja. Also ich würde sagen, mir Gehör zu verschaffen mit der Musik. Ne? Mhm. Wie gesagt, manchmal braucht man den obligatorischen Tritt in den Allerwertesten. Und wenn der dann immer kommt, sag mal, von den Menschen, die einen umtreiben oder die mit einem zusammenleben und sagen, Mensch, du hast so viele Lieder und die spielst du hier immer für uns, und aber die hören die anderen nicht mehr. Und geh doch mal raus und fang mal wieder an und geh mal wieder auf die Bühne und spiel. Und lass die Musik mal ein bisschen nach draußen klingen. Und das ist eigentlich mein Ziel, sagen wir, dass ich versuche, eine gewisse Reichweite aufzubauen, um die Musik eben zu transportieren für diejenigen, die es gerne hören mögen. Auf jeden Fall warst du sehr beliebt bei dem Wettbewerb Stimmgabel des Nordens. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Das war ja eine sehr, sehr ambitionierte Konkurrenz, der du dich da gestellt hast. Und auch wenn ich ja der Meinung bin, dass Kulturleistung nicht unbedingt skalierbar ist, muss ich doch sagen, also das war insgesamt ein hochklassiger Wettbewerb. Ich war ganz erstaunt von der Szene, die sich hier so gebildet hat, so in Kiel wieder. Was da alles auf die Bühne drängt, fantastisch. Aber da hast du dich zu Recht durchgesetzt in der Konkurrenz, das war schon mal ganz prima. Vielen Dank, Enrico. Wir hören jetzt von dir noch was? Also wir hören jetzt den Song Ich wünsche mir einen Regenbogen. Heute haben wir mal Sonne, wie gesagt, aber öfters ist das ja nicht der Fall. Und da geht es ein bisschen, sag mal, schon um den Alltag, und der manchmal grau und trist sein kann, und ist er ja auch mitunter. Und ein bisschen so der Wunsch nach ein bisschen Farbe. Farbe im Farbfernsehen ist immer eine gute Idee. Aber auch akustisch. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielen Dank für das, was du uns jetzt zum Abschluss noch gibst. Danke. Dankeschön. Die Tage kommen, die Tage gehen. Ich stecke im Hamsterrad. Und was ich auch versuche, es bleibt nicht stehen. Es dreht sich weiter und nimmt mich mit, lässt mich nie stehen, es treibt mich an auf seinen wilden Ritt. Und irgendwo muss doch der Ausgang sein, der mich rauslässt aus diesem Zwangsverein. Ich wünsch mir einen Regenbogen und am Horizont. Alle Uhren bleiben einfach stehen, wie den Augenblick genießen, ihn anzusehen, bis seine Farben sanft im Wind vergehen. Oft bin ich müde,
und ausgelaugt. Hab keine Energie, fühl mich einfach jeder Kraft beraubt. Seh mich nach Freiheit, ganz ohne Ziel. Kein strikter Tagesplan, einfach nur so leben nach Gefühl. Und irgendwo muss doch der Ausgang sein, der mich rauslässt aus diesem Zwangsverein. Ich wünsch mir einen Regenbogen, Punkt am Horizont. Und alle Uhren bleiben einfach stehen. Will den Augenblick genießen, ihn anzusehen, bis seine Farben sanft im Wind vergehen. Und wofür verschwende ich Zeit und verlauf mich auf seltsamen Wegen? Ich hab Wünsche und Träume genug und dafür nur dies eine Leben. Ich wünsch mir einen Regenbogen bunt am Horizont und alle Uhren bleiben einfach stehen. Den Augenblick genießen, ihn anzusehen, bis seine Farben sanft im Wind vergehen. Ich wünsch mir einen Regenbogen, bunt am Horizont, und alle Uhren bleiben einfach stehen. Will den Augenblick genießen, ihn anzusehen, bis seine Farben sanft im Wind vergehen. Bis seine Farben sanft im Wind vergehen. Bis seine Farben sanft im Wind vergehen. Dankeschön. So viele Träume, die mit der Zeit vergehen, nur weil du dich nicht traust, dafür zu kämpfen. So viele Tränen, die in deinen Augen stehen, weil du die Kraft nicht findest, was zu ändern. So viele Zweifel, die wie Mauern vor dir sind, lassen dich dich selbst nicht überwinden. Wach endlich auf und dann verlass dein Labyrinth. Lass mich das Feuer neu in dir entzünden. Und wenn dich auch der Mut einmal verlässt, folg weiter deinem Weg und sei stark, glaub fest daran, dass du dein Ziel, auch wenn es nicht leicht sein will, erreichst. Denn alles, was du brauchst, hast du in dir. Und brauchst du einen Freund, stehe ich zu dir. Du bist nicht allein, denn ich werd an deiner Seite sein. So viele Lieder, die du niemals singst, weil du nicht wagst, die Stimme zu erheben. All die Gefühle, die du in dir trägst und fürchtest dich davor, sie auszuleben. Und so viel Liebe in dir, die du nie verschenkst, weil du nicht glaubst, ein Herz dafür zu finden. Wach endlich auf und dann verlass dein Labyrinth. Lass mich das Feuer neu in dir entzünden. Und wenn
dich auch der Mut einmal verlässt. Folg weiter deinem Weg und sei stark, glaub fest daran, dass du dein Ziel, auch wenn es nicht leicht sein wird, erreichst. Denn alles, was du brauchst, hast du in dir. Und brauchst du einen Freund, stehe ich zu dir. Du bist nicht allein, denn ich werd an deiner Seite sein. Und wenn dich auch der Mut weiter deinem Weg und sei stark, glaub fest daran, dass du dein Ziel, auch wenn es nicht leicht sein wird, erreichst. Denn alles, was du brauchst, hast du in dir. Und brauchst du einen Freund, stehe ich zu. Du bist nicht allein, denn ich werd an deiner Seite sein. Thank you.